Schönen guten Morgen, ICF. Herzlich willkommen auch alle, die uns live im Stream verfolgen. Und einen besonderen Gruß möchte ich die, die sich im Eckstein versammelt, in Rhinegg, geben. Herzlich willkommen. Nächsten Sonntag ist ja schon Ostern. Und da fängt ja dann wieder die Blechlawine an, die richtig Süden fährt mit all diesen Sonnenhungrigen. Und wisst ihr, wieso, dass Touristen aus unserem nördlichen Nachbarland ziemlich schwer haben, um in den Himmel zu kommen? Weil man sich den Platz im Himmel nicht kann mit einem Badtüchli reservieren kann. Heute ist der Sonntag vor Ostern, das heisst, es ist Palmsonntag. Und wir switchen jetzt zurück zum 2. April. Und zwar aber ins Jahr 30 nach Christus. Also heute haben wir auch den 2. April. Passt gerade super. Historiker sagen, dass das genau am 2. April war. Und in Jerusalem hat man sich aufs Passafest vorbereitet. Es hat mega viele Leute gehabt. Und Jerusalem hat den Messias gefeiert an diesem Sonntag. Und da können wir lesen in Matthäus 21, Vers 8 bis 9. Dort steht, aber eine sehr große Volksmenge bereitete ihre Kleider auf den Weg. Andere hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Das Volk aber, das ihm voranging und nachfolgte, schrie und sprach, Hosianna, dem Sohn Davids. Gelobt sei der, der kommt in dem Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Hosianna in der Höhe, das bedeutet auch so ein bisschen im Johannes, in der gleichen Geschichte im Johannesevangelium steht dort der König von Israel. Also sie haben Jesus als König von Israel gefeiert, als der Messias, der im Alten Testament angekündigt worden ist und im Namen vom Herrn jetzt aus dem Himmel gekommen ist. Und das Volk hat auch geglaubt, dass Jesus der Messias ist. Und sie wird vor der römischen Unterdrückung befreien. Das war ihr Hauptpunkt. Und wir switchen jetzt gerade 5 Tage vor, an Karfreitagmorgen. Jesus ist in der Nacht vorher gefangen genommen worden und ist vor den Hohen Rat gebracht worden. Und da fragt man sich, wo sind jetzt all die Menschen, die am letzten Sonntag noch Jesus zugejubelt haben als Messias? Wo sind seine Nachfolger, um ihn zu verteidigen? Man hat so den Eindruck, das Volk war sich nicht mehr so sicher gewesen, aufgrund von dem, was in den letzten 5 Tagen passiert ist, ob er wirklich der Messias ist und ob er wirklich kann, das Volk Israel von dieser Unterdrückung der Römer befreien kann. Als er gefangen genommen worden ist, sind seine Jünger geflüchtet. Der Petrus, sein engster Jünger, also sein engster Buddy, der hat ihn sogar verleugnet. Und jetzt ist Jesus vor den römischen Statthalter, vor den Pilatus gekommen. Und da können wir lesen in Matthäus 27. Zum Fest aber hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Sie hatten aber zu der Zeit einen bekannten Gefangenen, der hieß Jesus Barabbas. Und als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr, wen soll ich euch losgeben, Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus. Für diesen Freitag waren 3 Exekutionen geplant, darunter auch die von Barabbas. Er ist verhaftet worden, weil er, da können wir im Markus-Evangelium lesen, weil er mindestens ein Mann während einem Aufstand ermordet hat. Der Barabbas, er hat den Weg von der Gewalt gewählt, um seine politische Überzeugung zu verwirklichen. Die Römer haben ihn gefangen genommen. Und jetzt hat er in seiner Zelle gewartet, bis er geholt wird, um am gleichen Tag gekreuzigt zu werden. Und also der Barabbas ist nicht so
ein einfacher Straftäter gewesen, der irgendwie gerade bei einer Entziehungskur war, beim Pilatus, sondern er war, um es mit heute zu vergleichen, ein Mörder gewesen, der im Todestrakt auf seinen Tod gewartet hat. Und außerbiblische Überlieferungen berichten davon, dass der Barabbas vermutlich ein jüdischer Aufrührer war, einer, der eben das gemacht hat, was viele Israeliten sich von Jesus erhofft haben. Dass er nämlich die Römer angreift und versucht, sie mit Gewalt aus dem Land zu jagen. Und er war einer von dieser Art Messias, wie ihn sich die Leute erhofft haben. Einer, der sich nicht nur mit schönen Worten zufrieden gegeben hat, sondern einer, der wirklich auch durchgegriffen hat. Einer, der bereit war, sein Leben und auch das Leben von anderen für die Freiheit zu opfern. Und das erklärt so ein bisschen im Ansatz, warum das Volk wollte, dass man den Barabbas anstelle von Jesus freilässt. Sie haben in dieser Woche, in diesen 5 Tagen, die vergangen sind, wahrscheinlich gemerkt, dass Jesus sicher nicht wird mit Gewalt sie von der römischen Besatzung befreien. Und darum haben sie zu diesem Zeitpunkt mehr Hoffnung in Barabbas gesetzt. Dann gehen wir weiter in der Geschichte. Denn Pilatus wusste genau, dass das Verfahren gegen Jesus nur aus Neid angezettelt worden war. Während Pilatus die Gerichtsverhandlung leitete, ließ ihm seine Frau eine Nachricht zukommen. Also Pilatus ist so vor dem Volk gestanden, bei dieser Gerichtsverhandlung, und wahrscheinlich ist es so in seiner Hosentasche irgendwo ein nerviger Benachrichtigungston abgegangen, der ihm klar gemacht hat, oh, jetzt habe ich ein WhatsApp von meiner Frau, der Claudia, bekommen. Oberdringende Nachricht, muss ich schnell anschauen. Und Tipp an Pilatus, wenn das passiert, dann solltest du die Nachricht auch anschauen, sonst hast du dann richtig Beef daheim. Und wir können gerade im Vers drauf lesen, was hat denn Claudia geschrieben? Dort steht: Lass die Hände von diesem Mann. Er ist unschuldig. Seinetwegen hatte ich letzte Nacht einen schrecklichen Traum. Und wie die Geschichte weitergeht, wissen wir alle. Also Pilatus hat wahrscheinlich den Tag darauf wirklich Beef gehabt. Dort steht, inzwischen aber hatten die obersten Priester und die führenden Männer die Volksmengen aufgewiegelt. Und da ist noch spannend, Volksmengen steht in der Mehrzahl. Also es hat wirklich halb Jerusalem ist dort gewesen, kann man sagen, oder? Weil es hat ja auch viele Leute in der Stadt gehabt für das Passafest. Und lustiger oder interessanterweise ist da genau das gleiche Wort wie dort vom Palmsonntag, wo sie Jesus zugejubelt haben. Also dort heisst es eben auch die Volksmenge. Sie sollten von Pilatus verlangen, Barabbas zu begnadigen und Jesus umzubringen. Als der Statthalter nun seine Frage wiederholte, wer von den beiden soll ich freilassen, schrie die Menge: Barabbas. Und was soll mit Jesus geschehen, dem angeblichen Christus? Da riefen sie alle ans Kreuz mit ihm. Ich möchte noch ein bisschen näher auf den Barabbas eingehen, weil ich denke, dass diese Bibelstelle viel mehr aussagt als auf den ersten Blick ersichtlich. Wir als Christen empfinden in unserem Herzen ja Verachtung für Menschen, die für den Tod von Jesus verantwortlich sind. Also für den Judas, der ihn verraten hat, für den Petrus, der ihn verleugnet hat, für die hohen Priester, die ihn verachtet haben, für den Herodes, der ihn verhöhnt hat, und für das Volk, das in dem Moment seine Kreuzigung fordert. Und auch für den Pilatus, der den Pöbel besänftigt und seine Hände in Unschuld wäscht. Und natürlich auch für den Barabbas, der schuldig ist, aber frei kommt. Der Name Barabbas, das war bei den Juden ein geläufiger Name. Die Juden haben ja gerne so, dass ein Name eine Bedeutung hat. Das ist heute noch so. Und der Name Barabbas, der heisst Sohn des Vaters. Und aufgrund von dieser Bedeutung, denke ich, kann man den Barabbas auch als Symbol für alle Menschen sehen. Sein Leben voller Rebellion, Gewalt und Tod ist ein Symbol für unsere rebellische und sündige Natur.
Gott hat dem Barabbas und uns seine grosse Liebe gezeigt, indem er Jesus, der ohne Sünde war, geschickt hat und ihn für uns hat sterben lassen. Jesus musste sterben, damit der Sohn vom Vater frei wird. Der Barabbas ist der Sohn vom Vater, obwohl er schlimme Sachen gemacht hat. Und das erinnert uns eben auch an uns. Wir sind alle Sünder, aber auch gleichzeitig Kinder, Töchter und Söhne von Gott, dem Vater. Und Gott hat entschieden, dass er Jesus an unserer Stelle lässt sterben. Er nennt uns seine Kinder und hat uns befreit. Gott nimmt uns so an, wie wir sind. Er errettet uns, weil wir nicht perfekt sind. Wären wir perfekt, dann bräuchten wir auch keine Rettung. Der Pietro Sarubi, ist ein Hollywood-Schauspieler. Er hat überall nach innerem Frieden gesucht. Er ist auf Tibet gegangen, meditieren. Im Hinduismus hat er nach innerem Frieden gesucht und noch in vielen anderen Sachen. Und er ist von Mel Gibson für eine Rolle in The Passion of Christ angefragt worden. Ist dann aber enttäuscht gewesen, weil er hat am liebsten die Rolle von Petrus gehabt, hat aber die Rolle von Barabbas bekommen. Und die Dreharbeiten zu dem Film haben sein Leben auf den Kopf gestellt, haben sein Leben völlig verändert. Der Jim Caviezel, der hat in dem Film Jesus gespielt. Und der Pietro Sarubi, hier zitiere, er erzählt von diesen Dreharbeiten. Von Mel Gibson hatte ich also die erste. Moment. Von Mel Gibson hatte ich Anweisung, erst dann auf Jesus zu schauen, wenn Barabbas, also er, von den Ketten befreit wird. Als ich also die erste Stufe hinunterging, das war schon ein bisschen höher, dort, wo der Pilatus war, wo die Gerichtsverhandlung stattgefunden hat, weil das Volk ist dann unten gestanden. Als ich also die erste Stufe hinunterging, spürte ich plötzlich etwas wie einen leichten Ruck, zusammen mit dem Empfinden von Wärme an meiner rechten Schulter. Unwillkürlich drehte ich mich um und war vom Blick von Jesus, der mich nun traf, zutiefst überrascht und verwirrt. Ich fand darin nichts von all dem, was ich erwartet hatte. Keinerlei Wut oder Klage. In seiner enormen Tiefe lagen vielmehr Milde, Annahme und Barmherzigkeit. Ein Schleier von Liebe und Sorge um mich, Barabbas, und meinen verkommenen Zustand. Das alles auf eine Art, wie ich in meinem Leben nie zuvor angeblickt worden war. Es war ein starkes, unbeschreibliches Empfinden, das in meinem Herzen eine plötzliche Veränderung bewirkte. Und was beim Film oft mühsam ist, nämlich dieselbe Szene immer und immer wieder zu drehen, wurde für mich zur Chance, diesen Blick, der jedes Mal eindringlich war, zu vertiefen und tief aufzunehmen. Es war eigentlich der Blick eines Schauspielers, vom Jim Caviezel, aber in ihm wohnte Gott. Ja, in diesem Blick begegnete mir der Blick Jesu. Und durch das hat Pietro Sarubi inneren Frieden für sich gefunden. Er hat sich mit Gott versöhnt und sich ganz mit der Rolle vom Barabbas identifiziert. Und also er gibt heute auch Predigt und er gibt auch Zeugnis von dem. Und wir können uns sowohl mit Jesus als eben auch mit dem Barabbas identifizieren. Wir identifizieren uns mit Jesus, weil wir seine Nachfolger sind. Und es zielt direkt unsere Eingeweihten und macht uns tief betroffen, zu wissen, was er für ein Leiden am Kreuz hat müssen, durch welches Leiden das er hat müssen durchgehen. Und mit dem Barabbas können wir uns identifizieren, weil wir Sünder sind. Verbrecher, die das Gesetz von Gott gebrochen haben. Wir sind schuldig im Sinne der Anklage. Verbrecher, die den Tod für unsere Rebellion gegen unseren Schöpfer und gegenüber dem Herrscher vom Universum verdient haben. Und Jesus nimmt durch diese Gnade, sich am Kreuz für uns anzugeben, unseren Platz ein
und wir werden erlöst. Im Epheser 2,16 steht: Christus ist für alle Menschen am Kreuz gestorben, damit wir alle Frieden mit Gott haben. In seinem neuen Leib, der Gemeinde von Christus, können wir nun als Versöhnte miteinander leben. Und das Wort Versöhnte wird da, in diesem Vers wird das Gleiche, im Urtext wird dort das gleiche griechische Wort benutzt, wie im Römer 5, Vers 10 und 11. Dort steht: Denn wenn wir mit Gott versöhnt worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun versöhnt sind. Nicht allein aber das, sondern wir rühmen uns auch Gottes durch unseren Herrn Jesus Christus, durch den wir jetzt die Versöhnung empfangen haben. Jetzt machen wir einen kleinen Sprachkurs. Im griechischen Urtext steht dort für versöhnt das Wort katalasso. Und das ist ein zusammengesetztes Wort. Kata bedeutet völlig und alasso bedeutet verändern oder austauschen. Also, wenn man das Wort Versöhnung hört, würde man ja irgendwie nie auf die Wörter kommen. Und wenn man es jetzt eben nochmal lesen mit dem Wort laut, dann tönt es ein bisschen anders, oder? Wenn man den Vers 10 nochmal lesen, denn wenn wir mit Gott völlig ausgetauscht worden sind durch den Tod seines Sohnes, als wir noch Feinde waren, um wie viel mehr werden wir selig werden durch sein Leben, nachdem wir nun verändert sind. Also es hat ein Tausch am Kreuz stattgefunden. Dort, wo wir hätten hängen oder der Barabbas hätte hängen sollen, dort ist Jesus gehangen. Es hat einen völligen Tausch am Kreuz gegeben. Jesus hat an der Stelle von allen verurteilten Söhnen und Töchtern vom Vater den Platz am Kreuz eingenommen. Und der Platz, wo damals für den Barabbas bestimmt war. Und wir wissen nicht, ob der Barabbas, der freigelassen worden ist, wirklich begriffen hat, was abgegangen ist an dem Tag auf Golgatha. Die Frage ist, ob wir das begreifen, dass Jesus die Strafe, die wir verdient hätten, an dem Kreuz getragen haben. Und durch das haben wir freien Zugang zu Gott, unserem Vater. An dem Moment, wo Jesus gestorben ist, ist er im Tempel. Der Vorhang, der den Weg zum Allerheiligsten, zu der Gegenwart Gottes versperrt hat, verrissen. Und das gibt uns den Zugang zu Jesus. Ich möchte noch auf das Wort Versöhnung nochmal zurückkommen. Das Wort Versöhnen hat sich aus dem mittelhochdeutschen Wort versöhnen entwickelt. Und versöhnen, das hat etwas mit Sühne, also mit Sünde zu tun. Und das Geheimnis vom Kreuz besteht darin, dass Jesus stellvertretend für uns gestorben ist, als eine Sühne für die Sünde der ganzen Welt. Also man kann sagen, so versöhnen, da kann man so sagen, wie Sühne ist verflogen, hat sich verpisst oder ist einfach weggegangen. Das gibt dem Wort doch noch eine andere Bedeutung. Gott hat in Christus die Welt mit sich versöhnt. Und Versöhnung ist wahrscheinlich die grösste Alltagsherausforderung für uns alle. Es fängt schon an damit im Sandkasten, wenn zwei Kinder spielen. Wem gehört jetzt das Schüffeli? Es gibt schon das erste Mal Streit. Es geht weiter in der Schule, unter Geschwistern, vielleicht am Arbeitsplatz, in der Ehe, zwischen Eltern und Kind zum Beispiel. Oder
Versöhnung ist auch eine grosse Herausforderung im grossen Stil. Zwischen verschiedenen Völkern stehen wir leider heute auch wieder voll drin. Zwischen verschiedenen Sprachgruppen, zwischen verschiedenen Religionen. Und es gibt nur einen einzigen Grund, warum sich Jesus ans Kreuz nageln lassen hat. Durch sein qualvolles Sterben hat er dir und mir den Weg öffnen, damit wir als versöhnte Menschen leben können. Und es wäre schade, wenn sein Opfer umsonst gewesen wäre. Und darum möchte ich euch ermutigen, um den Weg der Versöhnung zu gehen. Wir werden heute das Abendmahl miteinander einnehmen. Wie jeden Sonntag von dieser Hashtag Jesus-Serie. Und es ist doch eine gute Gelegenheit, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir persönlich den Weg der Versöhnung gehen. Ich habe euch drei Fragen mitgebracht, die ihr euch während dem Abendmahl könnt, Gedanken darüber machen könnt. Die erste ist: Hast du das Angebot der Versöhnung mit Gott für dich persönlich angenommen? Bist du eine Tochter, bist du ein Sohn von unserem himmlischen Vater? Wenn nicht, dann hat es sicher Leute in deinem Umfeld, die dir dabei können erklären, wie man das kann werden kann. Oder auch das Gebetsteam ist nach der Celebration für dich da, um für dich zu beten. Die zweite Frage ist: Bist du versöhnt mit deinen Mitmenschen? Gibt es irgendetwas, wo du in Ordnung bringen kannst? Ich weiss, manchmal ist es nicht die eigene Entscheidung, dass irgendwo Streit und Unversöhnlichkeit da ist. Aber wichtig ist, dass du in deinem Herzen rein bist mit deinen Mitmenschen. Und die letzte Frage ist: Gibt es Situationen in deinem Leben, mit denen du dich noch nicht versöhnt hast? Wo du noch nicht hast akzeptieren können, dass es so ist, wie es ist? Manchmal gibt es so Situationen, viele Situationen hat man selber in der Hand, um irgendetwas zu ändern, aber es gibt manchmal Situationen im Leben, wo man wirklich nichts ändern kann. Und dann ist es wichtig, dass wir uns mit diesen Situationen versöhnen. Ich möchte dich ermutigen, den Weg zu gehen, von der Versöhnung und den ersten Schritt zu machen. Bevor wir ins Abendmahl einsteigen, möchte ich noch beten. Vater im Himmel, danke dir für das Wunder der Versöhnung. Danke dir, dass dein Sohn Jesus mich durch das Wunder vom Kreuz mit dir versöhnt hat. Und danke, Jesus, dass das Todesurteil, das eigentlich mich hat, müssen treffen, dass du das auf dich genommen hast. Dass wir dadurch eine Beziehung mit dir haben dürfen. Danke, dass wir uns deine Kinder nennen dürfen und dass wir durch das ein Leben in Freiheit führen dürfen. Und hilf uns zu verstehen, was du am Kreuz für uns durchgemacht hast. Zu verstehen, dass ich eigentlich hätte sollen an deiner Stelle an dem Kreuz hängen. Und lass mich nicht gleichgültig werden, wenn ich spüre, dass ich mit meinen Mitmenschen oder einer Situation in meinem Leben nicht versöhnt bin. Jesus, vielen Dank für deine Gnade. Amen.